Ist ja nicht so, dass es so mega viel. Ist ja nur dieses. Genau, es ist nur dieses, wie Mr. Cutterfee richtig sagt. Und damit melden wir uns zurück nach langer, langer Zeit bei Zombie U. Wir haben es einfach nicht geschafft, das Projekt wieder anzufassen, bis wir den nötigen Arschtritt von. Oder Pfotentritt. Das nicht wieder ausmachen. Wir haben den nötigen Arschtritt von einem Kaninchen und einem Panda bekommen. Ja, nur dank uns spielt ihr es jetzt. Wieso bist du eigentlich ein Panda? Kein Dank? Hey, das war hier. Ja, das weiß ich auch nicht. Wir sind dieser Typ. Joseph. You're just wasting time and energy. Every time you step out onto the street, you're risking your neck. And for what? Ich kann nicht, das kann ich nicht. Jetzt sieht man das wirklich. Ich wollte nur einmal kurz vor der Kamera gehalten. Hast du was in der Kiste? Okay, stimmt, du könntest auch in die Kiste gucken, ob du da was hast. Aber ich glaube, wir haben nichts. Ich glaube, wir haben alles geplündert. Woher willst du das denn jetzt noch wissen? Das ist ein Jahr her. Echt? Ja. Nein, habe ich das Spiel lange nicht gesehen. Rechts. Da sind nur Küchenartikel. Rechts. Hast du es vermisst? Da. Die blaue Kiste. Nee, vermisst aktiv kann ich nicht sagen. Oh, aber viel ist da drin. Heftpack. Flanken. Cool. Nimm doch mal die. Flanken brauchen wir nicht. Die Pistolenmunition und das Healthcat. Kit. Du musst das da hochziehen. Und deine Lampe. Daher mal kommt auch das Geräusch dann immer. Entschuldigung, ich wollte dir noch nicht reinfuschen. Hab ich gemacht. Hast du gemacht. Jetzt kannst du die Lampe ausmachen. Verstehst du? Das ist scanny. Ja. Geil, die Lampe ist aus. Ich saß da dazu. Ein Meilenstein. Ich schwitze. Nothing new. Es ist Sommer und es ist heiß. Ich hab dir Blut. Ach so. Oh, das brauche ich gar nicht. Hier, die leuchtenden Brüder. Soll ich zu Victoria Memorial gehen? Oder zu Brick Lane Markets? Weder noch, oder? Wir müssen zum Royal Palace. Sieht man nicht? Nee, sieht man nicht so gut. Schade. Da ist doch auch unser Tod. Da ist unser Tod. Kommen wir aber nicht hin. Nee, da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Genau, da müssen wir hin. Also, ich kann mal kurz die aktuelle Kommentare unter Videos der beleuchteten Brüder. Einfach nur aus gegebenen Anlass. Ich finde, dass Ponk ein geiler Typ ist. Grüße Mengrabat. PS. Biber auch irgendwie. Ist ja nett. Aber nett, ja. Ich habe bestimmt aufgefordert, dass das gesagt wird. Das kann sein. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Unter welchem Video denn? Banjo-Kazooie. Oh, das weiß ich nicht. Im neuen. Und Breaking News von Nuts & Nerd. 14.30 Uhr, heute ist die neue Folge vom Throne of Games online gegangen. Das heißt, ich kann jetzt auch den Bildebesitz freischalten. Ich muss auch nochmal sagen, was heute ist. Heute ist der 5. Juli 2015. Es ist einer der heißesten Tage des Jahres, vielleicht sogar des Jahrhunderts. Gewesen, gestern. Gestern und heute auch noch. Heute ist auch noch in den Top 42. Hier ist der Doktor. Wie kann ich was ist denn, das denn noch? Und was ist das da links? Ich habe zu viel versorgt von dem Spiel. Da leben Menschen? Nee, der macht doch Untersuchungen mit den Zombies und hat deswegen welche eingesperrt. Da sind sie. Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Das ist der im Deutschen, glaube ich, von Oliver Rohrbeck synchronisiert wird. Ah. Wer ist das? Der Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Weißt du, wo du lang ist? Nö. Gar keine Ahnung. Es gibt ja ein Ziel, das haben wir irgendwann mal entdeckt auf der Karte, ne? Da, wo der Pfeil ist. Der orangene Pfeil, ja. Alter, du gehst mega hier einfach so furchtlos in die Katakomben. Oh Gott, rückwärts in der Dunkelheit. Naja, ich guck halt nur hier drauf auf das Gamepad. Wie wenn man mit Mario wegläuft. Deswegen fürchtest du dich auch nicht. Ist auch besser so. Nein, wir haben ja auch alles aufgeräumt. Es gibt zwei Ziele, oder was? Also offensichtlich muss ich hier. Was ist denn diese orangene Tür da? Locked. Also vielleicht hier durch? Ich versuch's mal. Wir müssen noch zum Elevator, oder ne? Da denke ich mal, zu dem orangenen Punkt. Ja, dann versuch mal dein Glück. Ich hab derbe die kalte Brise an den Füßen, ist gut. Es tut gerade so gut. Ja, das ist der Elevator. Genau. Aber du kannst auch nochmal nach links, weil da ist auch noch ein Pfeil. Vielleicht ist das so eine Shortcut. Jetzt habe ich Angst. Ich kann's verstehen. Weil hier waren wir doch eben, oder nicht? Von der anderen Seite. Sicher?
Nee. Ja. Nee, hier waren wir aber auch schon mal. Das stimmt. Hier haben wir über die Queen geredet, glaube ich. Dann gehen wir mal in den Elevator, ne? Ich glaube, das war tatsächlich ein Shortcut, die war vorher lockt, die Door. Der kann ja nicht mehr viel leben oben eigentlich, ne? Hallo, die haben uns richtig gewütet, oder? Nee, die haben uns total zermanscht. No. Oh. Hä? Brauch ein Auge. Retinal Scanner. Mach mal. Ja. Vielleicht musst du das vom Arzt dir erst holen wieder, aber als ich muss mir die Augen vom Arzt holen. Die Augen vom Arzt, ja. Ja, da müssen wir hin, oder? Nee, das ist ja auch. Da können wir nicht hin, da ist ja zu. Aber da waren wir doch drin. Woher weißt du das? Dachte ich, das war doch der Fahrstuhl. Gibt ja keinen anderen Punkt mehr irgendwo gerade. Kannst du hier fahren auf der Karte? Ja. Hm. Ja, das war's. Musst du nicht, mit musst dem du vielleicht hier in den Buckingham Palace? Könnte sein. Da ist zwar keine Farbe, aber guck mal. Ja, dunkel. Das ist ein Zombie-Spiel. Was machst du denn da? Jetzt kann ich nicht weiterlaufen. Das ist toll, wenn mehrere Leute da rum agieren. Hier ist der Fahrstuhl. Hier ist der Buckingham Palace. Also dieser Tür. Ja, coole Sache. Aha. Sehr gut gemacht, Mr. Kadhafi. Wenn wir den hier nicht sitzen hätten, das wäre schon wieder richtig scheiße geworden. Nach 20 Minuten hätten wir schon wieder die Flint ins Korn geworfen. Wie bei dem Badge? Hast du den Badge passen? Oh, der Badge. Was war das denn noch? Das war dieses... Das war auf der Karte markiert, das war so ein Abzeichen, so ein Dings, das wir holen mussten da. Und wir haben nicht gecheckt, dass es einen Hinweis auf der Karte gibt, wo wir den finden. Du bist, siehst ja aus wie James Bond. Ja, ne? Ah, total. Könnte ein James Bond-Spiel sein. Wegen dieses, weil das aussieht, als ein Anzug an. Jetzt musst du Acht geben. Jetzt hol ich die Cola war. Hier habe ich keine Karte. Oh, bei da vorne. Da wo das Ziel ist, ne? Hier ist meine Leiche und da sind auch Leichen. Das ist unser Kumpel, also wir. Echt einige. Da kannst du dir gleich einen Rucksack holen. Ruhe! Jetzt sind wir nicht mit dem Paddel? Warum verschießt du denn die Munition? Schön. Jetzt hast du die anderen eingelaufen. Die keine anderen. Du hast doch gerade gesagt, da waren 128. Nee, hab ich nicht gesagt. Er hat gar nicht so wahnsinnig viel. Das Inventar war relativ wert. Die hat ja auch keine Nahrung mehr und nichts mehr Heilpack-mäßig und sowas. Ja, uns ging schlecht. Flair hast du das, ne? Ich glaube, da hat sich was oben bewegt, oder? Auf der Treppe? Würdest du mal auf die Treppe gucken? Ja, ich habe auf meinen Scanner geguckt. Oh Gott. Ich habe auf meinen Scanner geguckt, da ist nichts. Hier ist nur jede Menge Leichen. Leichen. Ein Schuss. Da oben haben sie uns niedergestreckt. Warte mal. Nur Flares entdeckt. Das ist echt cool gemacht mit dem Pad. Danke. Ja, jetzt sehen wir es ja mal. Wollen wir wieder tauschen? Ja. Hinter dir ist der. Nee, vor mir. Nein, hinter dir ist das Ziel. Ist der. Ja. Vor dir sind Gegner. Jetzt sind hinter die Gegner. Aber hier komme ich nicht vorbei. Guck mal bitte, du kannst looten, aber guck mal bitte zu der Tür, oder? Warte, ich will looten. Jetzt wirst du gepackt von hinten. Nein, wo ist er denn? Du warst direkt am Geländer. Das war kein R, das war der Draw. Nix. wo so soll ich hingucken? Zur Tür, wo die Gegner waren. Da rechts durch. Nee, warte. Kannst du nicht auch irgendwie sprinten? Ja. Ja. Das ist beruhigend zu wissen. Oh mein Gott. Was war das? Ja. Ein gruseliges Geräusch. Was war das? Das war die Tür neben rechts. Oh Gott. Da kommt Staub raus. Das ist toll. Hier wurden wir niedergestreckt auch mal. Da kam sie von allen Seiten. Warum willst du immer Paint sprayen? Weiß ich nicht. Was soll denn das sein? Aber irgendwie waren wir doch hier überall schon. Ja, aber ich bin ja, glaube ich, geflüchtet vor dem Fiesling. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Ja, da vorne hat er den. Ja, da hat er die Armbrustbolzen gefunden. Es gibt doch keine andere Richtung. Doch da, wo die Gegner aus der Tür kamen.
Wo? Es gibt zwei Türen oben. Du bist jetzt in der einen. Und in der anderen, die andere ist die richtige. Die da? Nein. Das wäre jetzt raus. Ja, aber guck doch mal auf, guck doch mal auf die Karte. Ja, ich weiß, es sieht so aus. Aber direkt dahinter. Es ist nicht accessible. Videospiele, die Spaß machen. Hier links. Gab es früher. Achso, nee, doch nicht hier links. Heutzutage, das ist auch da direkt jetzt dahinter links. Ja, genau. Heutzutage sind die abgeschafft. Jammer nicht. Der ist doch ein Freund. Mach doch mal ein Paddel. So paddle ich dir eins. Mein Kopf ist schon verschwunden. Gibt er noch eine? Nix. Empty. Der hat nur hier die Galerie bewacht. Ja, wir sind mega aggressiv auf ihn zugetreten. Naja. Okay, dann war es doch nicht hier. Wow, sollte etwa ein Tipp von dir falsch gewesen sein. Ich bin völlig überrascht. Vielleicht doch da hinten lang? Kann das sein, dass ihr da lang gegangen seid und dann nicht weiterkam, weil das ihr von der Horde überrannt seid und zurückgerannt seid? Ja, ich glaube, wir mussten durch diesen brennenden Raum sogar nochmal durch. Weil oben habt ihr Armbrustbolzen, glaube ich, gefunden. Und habt euch gewünscht, eine Armbrust zu bekommen. Bist doch ein Free. Haben wir die Armbrust hier gefunden? Ich glaube nicht. Dark Icarus, kannst du das bestätigen? Battle of the Titans. Freaks. Ich habe auch gar keine Angst vor den Zombies. Was tun? Nein, ich bin nicht ins Feuer. Was tun die mir denn nicht groß? Du bist da hoch. Der ist in dein Gehirn. Die töten dich. Ist das dunkel? Mach mal die Taschen am Mann. Hier ist blöd. Aber du hast ja schon wieder alles ausgemacht. So geil, was die für ein Recharge Rate hat. Mit Batterien und alles. Den ganzen Weg müssen wir nochmal laufen. Das brennt die ganze Zeit. Und trotzdem wird der Raum nicht mehr beschädigt. War das richtig? Nein. Ja, ist sicher. Wie komme ich denn darüber? Darüber, da runterlaufen wir, oder? Und dann mit Glück auf die andere Seite, ja. Nee, das macht keinen Sinn. Springen wir da hoch, kannst du springen? Kommt doch her. Kann man nicht irgendwie springen? Das sieht nicht gut aus. Nein, da kann ich drehen, wie verrückt. Na gut, dann gehe ich halt wirklich nochmal. Das ist ja auch nicht so weit. Oh. Ist mir hier geholfen? Nee. Dreh ich mal weiter um? Oh. Fallschaden. Das ist nicht wie Nintendo Land. Das stimmt. Ähnlichkeiten sind schon frappierend. Aber. Das ist einer der wenigen Unterschiede. Darüber springen wir vielleicht. Durch, genau. Weiter gerade da. Okay. Oder so. Dann die Leiter runter. Oh, war das einfach. Sehr einfacher Weg. Oh nein, hier sind Gegner. Hier wurden doch das spricht doch dafür, dass es da weitergeht. Zwei Stück. Oh, guck mal. Da ist ein Freund, oder? Was ist das hier? Eine Granate, ne? Ja, da sind viele von da rein. Das sind viele Leute. Jetzt in den Türraum. Jetzt ist das andere, jetzt das Ding nehmen. Sorry. Alles klar. Oh! Aber ich hab noch. Mary Richards gestorben an der Granate. Oh, sehr gut. Ja, aber der stimmt doch noch wer, oder? Die lebt lieber noch mal drauf. Nee, oder? Nicht hier in dem Raum. Nee, die stimmt ja, nicht mehr. Oh, was hat die denn alles dabei? Eine Ratte. Eine Ratte? Eine Ratte bringt mit Glück Energie und mit Pech nimmt sie die Energie. Und richtig viele Munition, ne? Eigentlich müssten die normalerweise, müssten wir jetzt damit zum Safehouse zurück, alles in die Truhe boxen. Was machen wir denn, oder? Was brauche ich denn? Vielleicht brauche ich das hier. Ah, das war die krasse Munition, ne? Die MG-Munition? Genau. Brrrt.
Ja, die Ratte. Die Ratte will ich auch vielleicht essen. Was ist das rechts unten? Crossbow Bolt. Oh, da hat er mal recht gehabt. Und kein Crossbow, oder? Nein. Tja, da geh ich auch was. Edge. Nur Quatsch redet der Mann. Oh, da ist ein Gegner. Eine Palastbahn. Ist nicht nachgeladen? Ja, gut. Wow! Noch einer, oder? Er hat einen Helm. Oh nein! Ja! Was ist hier los? Nein! Sehr gut. Lass mich los! Lass mich in Ruhe! Nimm deine Cricket-Schläger, ist nur noch einer. Er braucht ein paar Hiebe. Center! Ja, sehr gut! Ja, perfekt! Der muss doch tot sein. Ist er ja. Oh, brennt der Kraft. Hält auch nicht was auf. Es hat auch aufgehört zu brennen in der Zwischenzeit. Erstmal soll doch mit soll die das wieder haben. Angefangen? Oh, meine Güte. Was ist das? Molotov Cocktail, den will ich haben. Und das? Ach, Crossbow. Huiuiui. Anna kannst du auch noch plündern zum Beispiel. Nee, Molly hast du schon. Ja, die sind doch aus dem Raum da rausgekommen, oder nicht? Die müssten irgendwo rumliegen da. Ja. Das ist die Leichenparade. Wie ist der denn gefallen? Pistolenmunition. Schön. James Bond geht ja gut voran. Soll ich jetzt mal die Ratte essen? Ja, bitte. Oh, das ist aber risky business. Oh, wir haben Energie verloren. Das war ein Versuch wert. Ja. Das war jetzt aber eine Menge. Jetzt müssen wir eigentlich mal wieder zu einem guten Schauplatz kommen, ohne Gegner. Ist das ein Zombie-Spiel, nicht? Ja. Donkey Kong. Immer Gegner. Bei Donkey Kong gibt es auch Zombies. Und viele Gegner auch. Und viele Gegner, genau. Aber Zwischenspeicherfässer. Ja. Und viele fiese Stellen. Hier kann man echt selten speichern, ne? Oh, hier ist aber schön. Naja. Mal nicht so düster. Okay. No zombies get detected. Open. The patient must be restrained and cannot be calmed by any manner of herbal sedative. She seems ravenous and nothing I feed her can satiate her monstrous appetite. Oh, open. As if compelled by a most foul instinct to devour all life within her reach. She freed herself of her bonds yesterday and would have gutted our horse alive if I had not reached her in time. Die Klappe halten. Nimm mal, was da auf dem Tisch liegt. Da hab ich doch schon. Dann geht das los. Das ist das. Warum bleibst du denn da liegen? Cannot be calmed by any manner of herbal sedative. Das merkt er sich. She seems ravenous and nothing I feed her can satiate her monstrous appetite. As if compelled by a most foul instinct to devour all life within her. Where was I? Was ist? You must be the other distracted. I am Dr. D. John D was a scientist, alchemist, and letter. Do what Elizabeth first. Ist auch noch was auf dem Tisch? Was? Imagine that. Mach die Frau da tot. Welche Frau denn? Ja. Die ist schon ziemlich tot. Ja, sehe ich ja. Nix da. Du hast noch was an der Wand? Der Kopf ist leer. Nee, zurück. Der links Reise. Leuchtet was? Was jetzt? Noch eine Story. Secret. Bei Resident Evil. Geil. Wir haben irgendwas geschafft. Ah, das Buch, was er haben wollte. kein Secret. Jahre her, dass er das haben wollte. Das ist vermutlich eine Abkürzung zum Dog. Oder kommen jetzt die richtigen Zombies? Die richtigen Zombies. What the fuck? Die Mucke spricht dafür. So, wir sind in der Mucke. Push? Ich weiß nicht, ob du das pushen solltest.
Kriegt ihr jetzt noch was? Rote Knöpfe sollte man pushen. Pick up. Oh, das ist ein Backpack. Backpack XL! Oh. Gut, dass du das aufgehoben hast. Jetzt wieder Crouch In machen, du hast das geöffnet da. Warum soll ich denn da weiter? Was war in der anderen Richtung? Weiß ich nicht. Eigentlich sind wir wieder hier. Was, waren wir hier schon? Okay. Ja, ach, ich war vor dem brennenden Raum. Das ist quasi die Abkürzung zum Dog. Ja, war nix. Doch. Krass. Das, was war du das? Examinieren kannst? Following the recommendation of the Navy Secreti, I reduced the pus to a dry powder and discovered that injecting the concoction into the subject. Meinst du nicht, dass das so vielleicht der Weg ist? Causes the black blood to retract and wither. Das ist schon sehr. Boah, Alter. Hunting Crossbow. Okay, jetzt werde ich zurückgehen und den speichern. Kannst du Silent töten? Ja. Lauflos. Ich hätte gedacht, auch, dass es auf dem anderen Weg zum, aber es kann natürlich auch sein, dass das hier ein Shortcut ist. Oh, krass. So ist es so. Yeah. Cool. Das ist richtig cool. Ja, wollen wir eine Pause machen? Nächstes Video? Ja. Willst du immer wieder spielen eigentlich? Auf gar keinen Fall. Dann machen wir schon auf dem Weg zurück zum Safehouse.